So, jetzt zeige ich euch, wie man eine Käppchenferse macht. Also ich habe den Schaft schon komplett, also Bündchen, Schaft gestrickt und jetzt kommt eine ganz einfache Käppchenferse, die leicht verstärkt ist. Ich stricke, wie ihr sehen könnt, mit Rundnadeln. Das bedeutet, bei mir wird quasi über die Nadel 1 komplett die Ferse gestrickt. Bei einem Nadelspiel sind das Nadel 1 und 4, über die dann die Ferse klassischerweise gestrickt wird. Die Ferse wird in Hin- und Rückreihen gearbeitet und wir stricken jetzt die sogenannte Fersenwand. Die stricken wir jetzt hoch und machen das ganz einfach. Die erste Masche abheben, dann eine Masche stricken, wieder eine Masche abheben, eine Masche stricken, eine Masche abheben, eine Masche stricken. So, das Ganze hier bis zum Ende der Nadel und dann wenden. Die Rückreihe wird ganz normal links abgestrickt. Einfach über alle Maschen linke Maschen drüber stricken. In der Hinreihe wird wieder wie bei der ersten Hinreihe gearbeitet. Eine Masche abheben, eine Masche stricken, eine Masche abheben. Und dann wieder in der Rückreihe einfach nur linke Maschen. Die Anzahl, wie viele Reihen ihr jetzt für die Fersenwand stricken müsst, dazu verlinke ich euch eine Tabelle. Die meisten großen Wollhersteller haben solche Tabellen. Die sind in der Regel tatsächlich ganz nützlich. In meinem Fall ist es so, ich habe hier 28 Maschen und das bedeutet, ich stricke jetzt 16 Reihen. Entschuldigung, 26 Reihen. So, dachten wir gerade, das war jetzt ein Fehler. 26 Reihen stricke ich und dann kommt das Fersenkäppchen. Aber wie gesagt, ihr könnt an der Tabelle entnehmen, wie viele Maschen ihr braucht und beziehungsweise wie viele Maschen ihr habt und dementsprechend wie viele Reihen ihr dann die Ferse strickt. So, wenn ihr die benötigte Anzahl der Reihen erreicht habt, kommt jetzt das Käppchen dran. Für das Käppchen müssen wir die Maschen, die wir hier haben, durch 3 teilen und schauen, dass der größte Anteil quasi hier in der Mitte ist. Bei 60 Maschen ist das zum Beispiel ganz einfach, da hat man 10, 10 und 10. Bei mir, ich habe jetzt 28 Maschen hier. Und das bedeutet, ich mache in der Mitte 10 Maschen und hier jeweils 9 und hier auch jeweils 9 Maschen. In den meisten Tabellen, die ich euch eben unten verlinkt habe, wo auch die Reihenanzahl ist, ist auch da die Aufteilung oft nochmal drin. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen, dann müsst ihr nicht so viel rechnen. Und genau, um jetzt das Käppchen zu machen, stricken wir jetzt erstmal quasi über den ersten Teil und bis zur vorletzten des zweiten Teils. Das sind bei meinem Fall jetzt, ich stricke erstmal 9 Maschen. Und dann für den Mittelteil habe ich ja 10, aber da stricke ich erstmal nur 9 Maschen. So, jetzt habe ich, wie gesagt, hier jetzt 9 Maschen gestrickt. Plus nochmal 9 und jetzt stricke ich die beiden jetzt überzogen zusammen. Das heißt, ich hebe die eine Masche ab, stricke die nächste und hebe die abgehobene Masche einmal hier drüber.
So, dann stricke ich noch mal eine Masche und dann wird das Ganze gewendet. Die erste Masche hier auf der linken Seite hebe ich nun ab. Und dann stricke ich wieder 9 Maschen in dem Fall ab. Wie gesagt, mein Mittelteil ist ja eigentlich 10 Maschen lang. Ich stricke nur 9 Maschen jetzt erstmal ab. Jetzt habe ich die 9 Maschen Mittelteil gestrickt. Das wäre jetzt die 10. Masche, aber die 10. Masche plus die erste Masche von quasi dem ersten Teil, die stricke ich jetzt zusammen. Einmal links die beiden Maschen zusammenstricken. So, dann noch eine linke Masche und dann wenden wir das Ganze. So, und hier könnt ihr schon ganz schön sehen, da entsteht so eine Lücke. Und jetzt ist es einfach, jetzt muss man quasi nicht mehr so viel zählen. Dann strickt man einfach nur bis zu der Masche vor der Lücke. Das ist ganz, wie gesagt, ganz einfach dann zu sehen. Jetzt sind wir hier bei der Masche vor der Lücke angelangt und wir stricken die Masche vor der Lücke und die dahinter überzogen zusammen. Das bedeutet, die wird wieder abgehoben, die hier nächste wird gestrickt und dann wieder die abgehobene darüber gezogen. So. Dann noch einmal eine Masche stricken und wieder. Hier auf der linken Seite sehen wir ebenfalls wieder eine Lücke. Wir stricken wieder bis eine Masche vor die Lücke, also bis hierher. Die erste Masche wird immer abgehoben. Jetzt wird wieder die Masche vor der Lücke und die dahinter, die werden wieder zusammengestrickt. Einfach links zusammenstricken die beiden Maschen. So, dann wieder eine linke Masche und wieder wenden. Und das Ganze machen wir so lange, bis keine Maschen mehr rechts und links sind. Jetzt sind auf diese Art und Weise alle Maschen aufgebraucht. Und jetzt seht ihr, habt ihr eben, was man so schön nennt, Fersenkäppchen. Das hier ist eben die Fersenwand und hier das Käppchen. So. Und ab sofort wird jetzt wieder in Runden gestrickt. Was wir zunächst machen ist, wir stricken jetzt die Maschen erstmal alle ab. Eine Sache voll, also ich habe sie erstmal abgestrickt, aber ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar ganz, ganz klassisch, gerade mit dem Nadelspiel ist es dann oft so, dass der neue Rundenbeginn hier in der Mitte ist. Ich mache es mir da ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Ich finde das dann immer irgendwie kompliziert zum Umdenken. Und ich sehe das quasi erstmal nicht als Rundenbeginn, sondern ich lasse meinen Rundenbeginn quasi weiterhin da, wo er war. Und das ist bei mir in dem Fall hier. Das kann man handhaben, wie man möchte. Wie gesagt, bei einem Nadelspiel ganz klassischerweise wäre der Rundenbeginn hier in der Mitte. Das müsst ihr dann entscheiden, wie ihr das handhaben wollt. Aber ich finde das, wie gesagt, ein bisschen kompliziert und ist oft gar nicht mal nötig. So. Um jetzt weiterzumachen, müssen wir jetzt hier an der Seite Maschen aufnehmen. In der Regel genauso viele Maschen halb so viele Maschen wie eben Reihen, die ihr hochgestrickt habt. Also in meinem Fall zum Beispiel habe ich jetzt 26 Reihen hochgestrickt, das heißt, das wären 13 Maschen, die ich hier entlang aufnehme. In der Regel, finde ich, braucht man meistens noch ein oder zwei Maschen hier unten, einfach damit keine Lücke entsteht. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, wie viele Maschen ihr hier aufnehmt, weil genau dasselbe brauchen wir auf der anderen Seite. Zum Maschen aufnehmen gehe ich immer hier
in diese Lücken und schaue, dass ich immer zwei Fäden erwische, dann ist das Ganze stabiler und nehme einfach hier eine Masche so raus. Und dann wieder hier rein, wieder zwei Fäden und arbeite hier so eine Masche raus. Das sieht jetzt nach großen Lücken hier aus, das verstrickt sich aber, das sieht man dann nachher tatsächlich gar nicht mehr. So, wieder hier rein. Genau. Und das ist, wie gesagt, je nach Anzahl, wie viele Reihen ihr hier hochgestrickt habt, so viele Maschen müsst ihr eben aufnehmen. Warum ich immer sage, man braucht meistens noch mehr. Also ich habe jetzt genau diese 13 Maschen aufgenommen, die ich bei mir bräuchte. Und wenn ich hier direkt anschließen würde, seht ihr, da hätte ich hier eine Lücke. Deswegen nehme ich hier meistens noch eine oder zwei Maschen auf, einfach damit mir wirklich keine Lücke entsteht. So. Und jetzt wird wieder eine Runden gestrickt. Das heißt, ich stricke jetzt hier wieder weiter und nehme auf der anderen Seite genau dieselbe Maschenanzahl wie hier eben wieder auf. Ich bin jetzt hier angelangt und hier nehme ich nach demselben Prinzip eben wie auf der anderen Seite wieder auf. Wie gesagt, eigentlich würde ich erst hier beginnen, aber ich nehme hier schon eine Masche auf. Das haben wir drüben auf der anderen Seite auch schon gemacht. So, und jetzt immer hier die Lücke rein und eine Masche rausheben. Jetzt habe ich die Maschen wieder aufgenommen und jetzt stricke ich die Maschen einfach wieder ab und dann in der nächsten Runde, und deswegen sage ich, diejenigen, die hier jetzt den Rundenbeginn haben, die fangen schon, die machen auf der Seite dann Abnahme und auf der Seite stricken sie quasi einmal bei der anderen Richtung dann wieder ab, dann ist hier wieder eine Reihe drüber. Ich finde das total kompliziert, weil ich dann oft gar nicht mehr genau weiß, habe ich jetzt eine Abnahme oder nicht. Für mich ist es einfach, ich mache entweder in eine Richtung die Abnahmen und zwar auf vorne und hinten und dann ist gut. Also, um es jetzt nicht zu verkomplizieren, einfach erstmal die Maschen komplett abstricken und die Maschen von der anderen Reihe auch wieder komplett, also von einer Nadel, Entschuldigung, auch einmal komplett abstricken, bis wir hier angelangt sind. Das ist mein neuer Rundenbeginn oder eigentlich mein alter Rundenbeginn. Und genau das meinte ich. Ich bin jetzt wieder hier angelangt. Das ist, wie gesagt, mein Anfang der Reihe. Nicht erschrecken, das sieht ja immer noch wie eine Lücke aus. Das verstrickt sich auch. Das ist jetzt erstmal die ersten paar Reihen, bis ich da drüber gestrickt habe, dann ist da auch keine Lücke mehr. So, jetzt haben wir natürlich auf der Nadel viel mehr Maschen als auf der anderen Nadel. Die müssen wir abnehmen. Und das bedeutet, ich habe immer eine Abnahmerunde und in der nächsten Runde wird einfach ganz normal glatt rechts drüber gestrickt und dann wieder eine Abnahmerunde. Die Abnahmerunden sehen wie folgt aus. Ich stricke hier am Anfang eine Masche rechts. Entschuldigung, bin aus dem Bild gerutscht. Also eine Masche rechts. Und dann stricke ich die quasi, ich mache ein SSK, nennt sich das auf Englisch, also Slip Slip. Ich hebe beide Maschen wie zum Stricken ab. Zum Rechtsstricken, hebe sie wieder auf die Nadel drauf und stricke sie dann von hinten zusammen. Ich finde, das sieht dann noch mal ein bisschen schöner aus. So, jetzt stricke ich bis zum Ende der Nadel bis drei Maschen vor Ende. Jetzt habe ich die Nadel zu Ende gestrickt bis zu den letzten drei Maschen. Und die letzten drei Maschen stricke ich erstmal zwei zusammen und dann eine Masche rechts.
So, und das ist dann immer die Abnahmereihe. Jetzt folgt darüber einfach ganz normal eine Masche rechts und dann wieder die Abnahmen. Einmal hier vorne und einmal hier hinten. Das Ganze erfolgt so lange, bis man wieder bei der Maschenanzahl ist, die man davor hatte. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze bildet, das nennt man Spickel. Dann kann der hier, wenn ihr seht, ihr habt dann wie so ein Dreieck. So sieht das Ganze dann aus. Und dann ab hier, seht ihr hier, sind wieder ganz normal die Anzahl. Das Ganze gibt nämlich hier nochmal ein bisschen Weite am Spann eben, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man den Fuß hier so hat. Das gibt hier ein bisschen Weite und ist dann eigentlich ganz bequem zum Tragen. Genau, und so folgen die Abnahmen und dann macht man hier eben diesen Spickel und das ist einfach eine ganz einfache Käppchenferse mit eben hier Verstärkungen. Diese Verstärkungen kommen eben durch die abgehobenen Maschen zustande. Das macht das Ganze ein bisschen, wie gesagt, verstärkt das einfach. Genau. Viel Freude damit.